DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Hallo Leute, herzlich willkommen bei DocPod, was tun bei? Und heute geht es um das spannende Thema Rückenschmerzen. Wir hatten uns ja schon mal in einem von unseren Videos mit der Frau Dr. Groß darüber unterhalten. Und da ging es eher so ein bisschen darum, wo kommt es her, was kann man vielleicht machen. Heute geht es um das spannende Thema Schmerzspritze. Ihr kennt es vielleicht noch von euren Großeltern, wenn die Schmerzen hatten, dann kam der Arzt und hat eine Schmerzspritze gemacht. Wie ist es heute? Stellt euch mal vor, ihr sitzt ganz gemütlich im Stuhl oder ihr baut irgendwas zusammen und dann steht ihr auf oder hebt irgendwas an und zack, plötzlich zieht euch der Schmerz in den Rücken und ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehabt? Ich habe das leider schon öfters gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich unangenehm. Und da kann man auch tatsächlich nicht viel machen, außer dass man zum einen darauf achtet, kann ich meine Beine noch bewegen? Und spüre ich noch alles in meinen Beinen? Denn wenn man das nicht mehr könnte oder nicht mehr spüren würde, dann wären das untrügliche Zeichen für einen Bandscheibenvorfall und zwar einen ganz akuten. Und dann muss man ins Krankenhaus. Also wenn man nichts mehr spürt, oder wenn man die Beine nicht mehr bewegen kann oder im Extremfall, wenn man auch die eigene Blasen- und Mastdarmfunktion nicht mehr kontrollieren kann. Auch das sind Zeichen dafür, dass da irgendwas wirklich nicht in Ordnung ist. Wenn ihr das alles noch könnt und einfach nur schlimme Schmerzen im Rücken habt, dann geht es darum, die auszuschalten, denn mehr kann man nicht machen. Wir haben es von der Frau Dr. Groß schon gehört, Bewegung, Bewegung, Bewegung ist alles. Vielleicht auch in der Nacht mal im Stufenbett schlafen, sprich großen Reisekoffer holen, ins Bett legen und dann die Beine so auf den Koffer, dass die Rückenmuskulatur entlastet wird. Die Sache mit der Bewegung geht aber nur, wenn keine Schmerzen da sind. Wie mache ich das also? Früher war es ganz klassisch. Da kam der Arzt und hat in den Popo eine Schmerzspritze verabreicht. Alles war fein, leider nur 8 Stunden lang. Dann ging die Quälerei von vorne los. Und dann konnte man wieder spritzen oder man konnte es lassen. Was war in der Spritze drin? Meistens Diclofenac oder irgendein anderes Schmerzmittel und Cortison zusammen. So, das funktioniert schon ganz gut. Das Problem ist nur, zum einen, es funktioniert nur kurz, nämlich 8 Stunden. Und es ist mit einer relativ hohen Nebenwirkungsrate vergesellschaftet. Sprich, da können richtig Abszesse entstehen in dem Muskel und das ist nicht ganz ungefährlich. Und weil es genauso gut funktioniert, die Medikamente auch einfach zu schlucken, lässt man es heutzutage. Also die Schmerzspritze, wie wir sie kennen, ist eigentlich vom Tisch. Das macht man nicht mehr. Es ist viel besser, da einfach Medikamente entweder in die Vene, wenn die Schmerzen wirklich unerträglich sind, oder zum Schlucken zu geben. Jetzt habe ich euch mein Spritzen-Etui mitgebracht. Denn es gibt Ausnahmen, wo man tatsächlich auch spritzen kann. Und die Ausnahmen sind zum Beispiel so Sehnenentzündungen, Sehnenscheideentzündungen. Ihr kennt vielleicht alle den berühmten Tennis- oder Golferellenbogen. Da ist hier am Ellenbogen, da geht so eine Sehne drüber und die ist entzündet und die tut furchtbar weh. Das kann man zwar auch mit ein bisschen ruhigstellen in dem Fall und Ibuprofen oder irgendwelchen anderen Schmerzmittel hinbekommen. In dem Fall kann man aber für die Akuttherapie tatsächlich eine Spritze geben, in der aber nicht sowas wie Ibuprofen oder Diclofenac drin ist, sondern in der ist ein lokales Betäubungsmittel gemischt mit einem kristallinen Cortisonpräparat, was die Entzündung ein bisschen rausnimmt. Das darf man nicht direkt in die Sehne geben, denn da besteht die Gefahr, dass die Dinger reißen und wer will schon eine gerissene Sehne haben. Man kann es aber unter die Haut so in die Nähe von der Sehne geben und dann funktioniert es ganz gut. Die Schmerzen sind sehr schnell weg und die Entzündung geht aus der Sehne raus. Also, klassische Schmerzspritze eher nicht mehr geben. So die man in den Muskel gegeben hat, das ist relativ gefährlich und wirkt nicht besonders gut und vor allen Dingen nicht besonders lang. Dafür ein ordentliches Schmerzmittelregime nehmen, da lasst ihr euch, wenn ihr sowas mal habt, von eurem Arzt beraten. Viel bewegen, Physiotherapie und ein bisschen Kilos runter, denn das ist ein ziemlich großer Risikofaktor dafür, dass es so zu so einem sogenannten Hexenschuss mal kommen kann. Habt ihr sowas schon mal gehabt? Habt ihr irgendwelche Fragen? Einfach unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Würden wir uns freuen. Oder aber, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal oder schaut euch unsere anderen Videos an. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt heute bei DocPod. Bleibt gesund!